Könnt ihr den Schleier des Vergessens nicht lüften? Könnt ihr meine Erinnerung nicht wiederherstellen? Die Erinnerung an diese Dinge wiederherzustellen ist möglich. Aber damit zweifelst du Boron an. Dann will ich deine Entscheidung nicht anzweifeln. Er sagt, ihr könnt mir die Erinnerung der dritten Dämonenschlacht nehmen. Von allen Männern und Frauen, die gestorben sind. Für mich, fürs Reich. Ich sehe sie jede Nacht in meinen Träumen. Will ich nicht mehr. Das ist möglich. Davon könnt ihr mich erlösen? Selbstverständlich. Auch wir haben Mittel und Wege gefunden, den noch Lebenden zu helfen. Zwar können wir auch uns um die Toten kümmern, aber Boron ist ebenso ein Gott des Lebens. Er kümmert sich um die, die es geschafft haben. Und wenn du zu uns kommst, können wir dir deine Ängste, deine Träume, deine Erinnerungen nicht nur nehmen, sondern auch mit dir darüber sprechen. Versuchen zu ergründen, was dort passiert ist, dir den Schmerz nehmen. Gerne. Was muss ich tun? Wenn du etwas Zeit mitgebracht hast, können wir uns gerne einmal zusammensetzen. Meinetwegen gleich jetzt. Wir setzen uns zusammen und du erzählst uns, was damals passiert ist. Wenn du möchtest, können wir, damit es nicht ganz so schmerzhaft ist, das Ganze mit einigen Kräutern begleiten, die dich locker machen. Aber das ist optional. Ich weiß nicht. Ich würde gerne. Du kannst auch morgen wiederkommen, wenn das möglich ist. Vielleicht haben wir dann sogar einige andere Veteranen aufgetrieben, mit denen du über die Dämonenschlacht reden kannst. Kontium hat einige, viele Überlebende aus diesen Schlachten. Selbstverständlich gibt es in Gareth oder in anderen Städten, Perikum, Romilis, noch weitere Veteranen. Aber auch hier wirst du welche finden und wir können sie auftreiben, wenn das leichter macht. Aber morgen. Morgen schon andere Verpflichtungen. Komm zu uns, wann immer du uns brauchst. Ja, Bart grübelt da kurz, bevor er der Burengeweiht noch einmal kurz zunickt. Kannst auch mal eine Klugheitsprobe schmeißen. Ich, Klugheit. Ja. Ich, bin ich denn klug? Ausnahmsweise mal nicht. Ausnahmsweise nicht. Ja, dann kannst du dich so mit diesen Überlegungen zurückziehen und etwas noch für dich selbst grübeln. Aber eine andere Lösung fällt dir gerade nicht ein. Ja, dann nicke ich der Burengeweihten erstmal zu und meine, ich werde wiederkommen. Aber nicht morgen. Eldan kommt zu dem Entschluss, dass man sich zwar mit der ja sehr geldgierigen Grauen Gilde zusammentun könnte, mit der Dracheneierakademie, die ja auch sehr als Feilscher, als Händler deklariert werden, vielleicht sogar verrufen werden. Man könnte da sicherlich auch einige Zaubersprüche denen aus dem Kreuz leiern, aber ob es sinnvoll ist, sich seine Erkenntnisse mit der Grauen Gilde zu teilen, ist noch eine andere Sache. Könnte man machen. Ob man das allerdings ohne eine Erlaubnis der Weißen Gilde tun kann, darf, sollte, ist fraglich. Also Ja, gut. eher auf die Erlaubnis der Weißen Gilde warten, damit du da auf der sicheren Seite bist. Wenn man in der Grauen Gilde wäre, wäre das sicherlich deine eigene Entscheidung. Aber in der Weißen Gilde muss man natürlich immer auf die Obrigkeit hören. So wie es sich gehört. Da bin ich zufrieden mit mir selbst, auf diesen Entschluss gekommen zu sein. Und ja, zum Abschluss des Tages sozusagen würde ich nochmal in den Praios-Tempel beten gehen.
Wann ist denn Ephadaios Hinrichtung, Verbrennung? Um 12. Okay, habe ich die schon verfasst oder findet die noch statt? Nein, also wenn du nach einem kurzen Grübeln dann zurück in den Tempel des Gesetzes kommst, ja, wirst du wohl auch feststellen, dass die letzten paar Stunden laufen, also ungefähr eine Stunde hast du noch, und guckst auch nochmal nach links und rechts, kannst aber auch Yalan und ja, Kiaras nirgendwo entdecken. Du siehst, wie eingefallen sein Gesicht ist, rissig ist es geworden. Er ist wohl vollkommen leer von Wasser und seine Lippen sind spröde. Wenn er jetzt verbrannt wird, dann sieht er das auch tatsächlich als Erlösung an. Und wenn du dann eine Stunde dich vielleicht mit den anderen Geweihten unterhältst, vielleicht selbst betest, zu Praios findest, selbstverständlich stehen draußen immer noch die Leibwächter, die zwar ziemlich müde sind, aber auch gerade wenig zu tun haben, weitere Angriffe gab es nicht, dann kannst du ja auch an dem großen, an der großen Verbrennung teilnehmen. Ja, ich würde jetzt auch mal für seine Seele beten, dass er doch jetzt zu unseren Göttern geht, zu den wahren Göttern. Ich würde nochmal dafür danken, dass ich selbst, also im Grunde würde ich für meine Überlegung danken, dass Praios da meine Gedanken gelenkt hat. Und dann würde ich warten, um Zeuge von seiner Verbrennung zu werden. Ja, kann ich da auch anwesend sein? Also bei der Verbrennung. Hast du jetzt nicht dran gedacht, ne? Ich hatte noch irgendwie auf dem Schirm, aber dann war wir auf einmal im Kontor und dann habe ich es verpeilt. Also nee, ich habe nicht dran gedacht. Sehe ich nämlich auch so. Aber da wirst du dann sicherlich nochmal einen Grund haben, mit Eldern zu sprechen, denn glücklicherweise ist er dann dabei. Vielleicht wollte ich ja auch gar nicht hin. Ja, zumindest kann Eldern noch einmal für seine Seele beten. Ja, je nachdem, was du vorhast, ihm noch ein paar Segenssprüche mitgeben, ihm viel Erfolg wünschen. Er freut sich jetzt zumindest darauf, dass er verbrannt wird. Dass das sämtliche Wasser dann aus ihm herausgetrieben wird. Ja, und dann um kurz nach 12, wenn die 24 Stunden abgelaufen sind, dann wird man ja kurz vor dem Tempel des Gesetzes die Hinrichtung vollziehen. Die Scheiter sind aufgestapelt, Ephadaios an den Pfahl gebunden und die Flammen dann entzündet. Du kannst auch sehen, wie ja um Punkt 12 Uhr sich dann auch der Himmel aufklart und die Sonne scheint und auch der ein oder andere Strahl dann direkt Ephadaios trifft. Schreit er noch? Also er versucht es, allerdings ist seine Kehle so trocken, dass es nicht wirklich klappt und er wird dann auch relativ schnell durch den Rauch ohnmächtig und verbrennt dann. Und damit endet das Kapitel von Ephadaios, dem ehemaligen Eferdi, dem ehemaligen Charybdorot-Paktierer. Wenn ich sicher bin, er ist tot, also wenn er für 5-6 Minuten gebrannt hat, würde ich mich nochmal bei allen Beteiligten vor Ort einfach bedanken. Sie würde zu den Wachen gehen, für ihren Einsatz danken, auch wenn es mir vielleicht nicht zusteht, aber trotzdem, dass sie ihre Pflicht erfüllt haben. Und auch nochmal bei dem Praios, ich nehme an, ein Praios-Geweihter hat den Scheiterhaufen entzündet. Ja, selbstverständlich. Das war der Praios-Geweihte vor Ort, Praio Foldokurian von Kuntio. Dann würde auch nochmal zu ihnen gehen und danke ihnen für ihre Mithilfe hierbei. Dass seine Seele nun doch zu den wahren Göttern kommen kann. Nun, dafür sind wir da. Nicht schön bei so etwas Zeuge zu sein, aber wir haben manchmal nur leider keine andere Wahl. Du solltest den Tod nicht als Bestrafung ansehen. Das sollte eigentlich niemand. Gerade wenn wir die Seele retten konnten, wird sie am Schluss von Nereton gewogen und auf der richtigen Seite der Seelenwaage stehen. Ja, da habt ihr recht. Ja. Wir müssen da, ja, da sprecht ihr wahre Worte. Und ich würde jetzt ein bisschen auf Wiedersehen und würde dann ein bisschen Gedanken verloren wieder zurücklaufen zu dem, ich glaube, das ist ein Kontor. Genau. Würde jetzt auch nicht schnell laufen, sondern nochmal in Gedanken dahin zurückgehen über das, was der,
Priot gesagt hat. Ja. Ja, und so trefft ihr alle am Ende des Tages. Mittlerweile hat sich das Datum auch geklärt. Das ist der 6. Fex. Ja, in dem Kontor ankommen und könnt dann von euren Erkenntnissen berichten. Oder auch nicht. Vielleicht ist der Rüstungskauf nicht ganz so sehr erzählenswert, aber die Verbrennung von Ephadaios umso mehr, wenn man dann feststellt, dass man sie vielleicht verpasst hat. Eltern? Ja. Ja, also ihr wart im Tempel heute Mittag? Natürlich. Ich habe die letzten Stunden, letzte Stunde, letzten Minuten eures Freundes, wie ihr ihn nanntet, miterlebt. Glaubt mir, es war ihm würdig. Es war bestimmt schmerzhaft, das will ich nicht verheimlichen, aber am Ende war es eine Erlösung. Und die Sonne hat sie, die Wolkendecke hat sich geöffnet. Ich bin sicher, er ist zu unseren Göttern gegangen, nicht zu den Falschen. Ich wollte hingehen, aber... Ich kann das verstehen. Ich fände es auch schwer zu ertragen, wenn einer meiner Freunde dort auf einem Scheiterhaufen liegt. Auch wenn der Priot sagte, wir sollten den Tod nicht fürchten, denn er würde ja zu den unseren Göttern wandern. Schwer, wenn man hier steht, so darüber nachzudenken. Ja, natürlich. Es ist trotzdem meine Sache, wenn man irgendeinen Paktierer auf den Scheiterhaufen bringt, aber eine andere, wenn es ein Freund ist. Wart ihr schon einmal bei einer Verbrennung? Vorher, meinte ich. Ich habe noch nie so nah an einer Verbrennung teilgenommen. Nein, tatsächlich nicht. Ich hätte vor diesem allen hier ein eher ruhiges Leben, wenn wir das fassen können. Ich war nur ein einfacher Leibmagier. Da kommt es nicht oft zu solchen Dingen. War ruhig. Seid froh darüber. Ja. Aber wie ich schätze, wird das sich jetzt bald ändern. Eine Dämonenarche, ihr Captain, und dann mach mal so ein kleines Nick mal so in deine Richtung. Wir sollten unbedingt verhindern, dass weitere Mitglieder der Crew diesen Dämonen anheimfallen. Habt ihr jetzt euch schon entschieden, was für einen Geweihten ihr mit an Bord nehmen wollt? Ich werde zur Abendmesse in den Priostempel gehen und dort mit seiner Hochwürden reden. Das halte ich für die beste Wahl. Dann nick ich. Werden noch mehr Paktiere auf dem Scheiterhaufen landen, ehe wir fertig sind. Das ist zu befürchten. Hoffentlich zählen die dann nicht zu unseren Freunden. Hoffentlich. Wir müssen im Geiste stark bleiben. Das Gebet möge uns helfen. Wir sollten auch alle noch einmal beten, bevor wir die Stadt verlassen. Mit Priors Segen können wir vielleicht einige Seelen retten. Hoffentlich alle. Ich werde auf jeden Fall noch einmal den Tempel besuchen. Du merkst, dass man dir respektvoll zunickt. Das ist lobenswert. Ja, die Gewalten haben mir vor der Schlacht einen sehr großen Dienst erwiesen. Dafür muss ich mich noch bedanken. Nun gut. Und morgen Abend werden wir bei Störrebrand auflaufen müssen. Wie sehr mir das widerstrebt. Ich denke, er wird sich an seinen Vertrag halten. Man mag ihm vieles unterstellen, aber ich glaube, an seine Verträge hält er sich Wort für Wort. Also, ich würde mir keine Sorgen um euer Geld machen. Der letzte Störrebrand, den ich getroffen habe, dem habe ich eine kräftige Schelle gegeben. Ah. Ob er nachtragend ist, das weiß ich nicht, aber es könnte zu befürchten sein. So, vermutlich nicht derselbe, sondern sein, wie auch immer, Verwandter aus Valusa. Nein, Festung. Wie kommt es eigentlich, Captain, dass ihr euch wirklich mit jedem schlecht stellt? Weil die Leute heutzutage keinen Respekt mehr vor dem alten Adel haben. Städte, freie Leute, Händler. Bah. Früher, vor, ich gebe Reto die Schuld. Davor war alles noch gut. Da wusste der Bauer, dass er auf seine Scholle gehört und der Ritter, wen er zu beschützen hat. Leute, seht euch die Misere an.
Ich sehe schon, ich muss weiter ein Auge auf euch werfen. Würde auch mal nicken. Der Adel ist nicht umsonst von Praios auserwählt worden, uns zu führen. Er wählt nicht ohne Bedacht. Aber wir müssen, glaube ich, nur höflich sein. Das sollte schon reichen. Sind denn auch Adlige anwesend? Oder wissen wir von der Gästeliste wenig bis gar nichts? Hier steht noch, wer einlädt. Diese Händlerfamilien, die Störrebrands und die... Er liegt gerade oben im Besprechungsraum. Ich habe die anderen Namen schon wieder vergessen. Da wir in den Thynamidenlanden sind, denke ich, dass man Störerbrand zu dem Adel dazu zählen kann. Da. Macht über sowas nicht mal Scherze. Irgendwann glaubt es auch jemand. Oh, das ist durchaus kein Scherz. Hier bestimmt nicht Praios, wer adelig ist, sondern Geld, Ruhm und Macht. Praios bestimmt überall, wer adelig ist. Alles andere ist Hochstapelei. Trotz allem, auch wenn sie keine Adligen sind, sollten wir, glaube ich, als Mann ihres Standes ein Geschenk mitbringen. Das geziemt sich so. Wenn man eingeladen ist, bringt man ein Geschenk. Ein sehr guter Punkt. Ich habe nichts anzubieten außer Blut und Waffenstahl. Was kann ich mitbringen? Nun, wir hätten Seide. Ich weiß wenig bis... Das ist sehr teure Seide, Karinor. Und wir haben sehr teure Söldner. Wohl wahr. Aber wir werden in den Palast eingeladen. Wissen wir, ob uns ein Mann oder eine Frau einlädt? Vermutlich ein Mann, richtig? Welcher Vorname stand denn auf der Einladung? Zum Thema Störrebrand. S.R. Störrebrand. Dova Regulan. Der reichste Mann Aventuriens. Eine Verbindung zu Störrebrand selbst könnte sehr nützlich sein für zukünftige Handelsvorkommen. Lass statt der Seide vielleicht lieber das Holz einpacken. Vielleicht könnten wir das zuschätzen. Ein Gewand schneidern lassen. Wenn ihr edle Seide habt, ist es nicht so teuer. Und ich denke, Seide, Karinor, die kommt doch aus Alanfa, richtig? Ja, meine Familie hat einige Plantagen. Ich denke, Seide kann sich noch ein Löcher leisten, aber Hölzer von Maraskan sind knapp dieser Tage. Allerdings auch schwerer als präsent zu präsentieren. Vielleicht ein gar edles, gefertigtes Stück aus diesem Holz. Hätten wir einen örtlichen Schreiner, der dies noch fertigen könnte. Vielleicht eine Art Stuhl. Gar Thron, nicht, möchte man sagen. Nur nicht meine Ephadarias kann. Oh. Nun haben wir vielleicht andere Trophäen aus Helenport mitgebracht. Ich könnte ihm mein Bild schenken, aber ich glaube nicht, dass ihm das reichen wird. Nun, euer Bild, das ist ein guter Punkt. Ich meine, deswegen kommen wir doch dorthin. Wenn ihr es noch fertig bekommen könntet bis morgen, wäre es ein sehr gutes Geschenk, denke ich. Wenn ihr noch einen guten Rahmen aus maraskanischem Holz, einfertigen könnten, könnten wir auch gleich das maraskanische Holz verwenden. Ich setze, denke, das sollte möglich sein. Ich setze Porkom drauf an. Und hoffen wir, dass er uns keine Mohagoni-Streckbank baut. Meine Herren, dann setze ich mich jetzt sofort daran, das Bild zu vervollständigen. Gut. Wenn ihr Farben oder so braucht, lasst euch etwas aus der Schiffskasse auszahlen. Keine Sorge, ich bin ausgestattet. Aber vielen Dank. Ja, dann würde ich weiter jetzt mein Bild fertig malen gehen. Und nicht mich auf den Weg zur Abendmesse machen. Die letzte Malen und zeigt. Jetzt kommt der Patzer. Bin ja lustig. Doppel 1. Ja, Malen und zeichnen Probe, da braucht man erstmal ein Chippy. Und deswegen braucht man doch garantiert. Oh mein Gott. Ah, ist trotzdem, nee. Komm, der Chip ist trotzdem drin. Ja, der Chip ist natürlich trotzdem. Für die 20? 20? Ja, natürlich. Deswegen wird man sich Meisterhandwerk als Magier. Ja, ganz oh Mann. Okay, dann ist die maximale Erschwernis 6 mehr, ne? 16. Also maximale Erschwernis ist 18. Nee, du gehst von der 12 auf die 15 von der Intuition. Das sind 3 Punkte mehr, ist 13. Was? Wenn es alles nee, er hat jetzt, er hat 12, statt der 20 2. Hat er eine 2 gewürfelt. Genau.
Und dann gehst du von der Intuition 15, gehst du runter auf die 12, das heißt 3 Punkte mehr. Ja, dann 19. Genau, 3 Punkte Max mehr als die 16. 16. Also hat er eine maximale Schwelle 19. Richtig, ich habe ja vorhin THW dann. Ah, du hast THW ausgegeben. Ja, Entschuldigung. Nein, du hast recht. Genau. Also vollen THW übrig und passt. Okay, wie malst du es denn aus? In verschiedenen Blautönen, Grüntöne, wie möchtest du es denn einmalig machen? Also, mein Hauptziel dabei ist vor allen Dingen, unseren Herrn Adligen so gut wie möglich dabei aussehen zu lassen. Also jetzt auch nochmal mit den Farben praktisch ihn so in den Mittelpunkt zu stellen. So diese, man kann hier seine Farben verschieden wählen und daraus im Grunde, achso, ja, hier unser Captain natürlich. Dann kannst du nur bei ihm Farbe benutzen und der Rest bleibt schwarz-weiß. Ja, also es muss im Grunde, wenn man das Bild ansieht, wir anderen sind schon heldenhaft, aber wir sind der heldenhafte Hintergrund. Das ist mein Ziel. Ja, Jarlan ist der Einzige in Farbe und Ahmad hast du im goldenen Schnitt angeordnet, dass er irgendwie genau im richtigen Winkel auch positioniert ist und die anderen hast du dann irgendwie in einer Fibonacci-Spirale drumherum angeordnet. Also da steht auch richtig viel Mathematik noch hinter und du kannst da 2 Stunden vor diesem Bild stehen, um das dann zu interpretieren. Also das ist ein Meisterwerk. Sehe ich zufrieden aus. Danke nochmal den Göttern für diese Eingebung. Ja. Aber ich nehme an, das dauert einige Stunden, richtig? Ja, klar. Damit bist du dann den restlichen Abend, beziehungsweise dann auch den nächsten Morgen bist du noch beschäftigt. Und wenn du dann zu Störreband gehst, kannst du das Bild fertig haben. Du wirst dann am nächsten Morgen auch ein bisschen genervt, wenn unter dir irgendjemand anfängt zu sägen. Eine große Säge, die herausgeholt wird und da werden wohl die maraskanischen Hölzer dann in die richtige Bahn geschnitten und rumgefeilt und Werkstattgeräusche. Na gut. Okay, und Jalan wollte zur Mitternachtsmesse? Ja, zur Abendmesse, wenn ich noch mit den letzten Sonnenstrahlen da ankommen kann. Ja, kannst du gerne machen. Die wird ja immer mit Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mittag hast du nicht gesehen gemacht. Gut. Ich würde gern Buchhaltung führen. Buchhaltung? Das heißt, du möchtest Ragnar ein bisschen unterstützen und Dinge verkaufen oder anleiern und... Ich will wissen, was wir haben, was wir ausgeben und was wir brauchen. Die Ausgaben sind noch sehr moderat, zumindest die vom Festland. Ihr habt ja aktuell ein paar Söldner, die dann... darauf aufpassen, dass die Waren nicht durch Diebe abhanden kommen. Das sind aktuell 3 Stück, beziehungsweise 4 mit dem Vollmatrosen Ferjarion. Das ist wohl ein alter Freund von Jarlan, von Maraskan, genau ist das nicht verstanden. Ihr müsstet euch noch Gedanken darum machen, ob Myria als Ritterin bezahlt wird, denn aktuell hat sie noch nicht so viel dazu gesagt, ob sie weiter mitkommt oder nicht. Und ja, ansonsten, die wirklichen Ausgaben stecken alle in dem Schiff und das ist dann alles in der Google Doc. Da müsstest du mal reingucken, was du pro Monat bezahlen musst. Ja. 3.468 Dukaten. Mhm. Ja, aber ich möchte mich jetzt halt damit beschäftigen, damit ich es auch alles IT weiß. Okay, ja, Zugang wirst du sicherlich bekommen, wenn du jetzt hier als Verwalter für des Schiffes anfängst. Ragnar unterstützt dich da so ein bisschen. Was kann man da denn mal werfen? Ist das Handel... Ist es eigentlich Handel? Ist es eigentlich Handel? Nee. Eine Buchhaltung ist Rechnen. Staatskunst. Oder Hauswirtschaft ist Rechnen. Staatskunst oder Hauswirtschaft? Hauswirtschaft kannst du. Du kannst immer mal eine Hauswirtschaftsprobe machen. Du kannst mir mal eine Staatskunstprobe würfeln. Staatskunst, naja, gut, das habe ich wenigstens angefangen. Und Hauswirtschaft hast du nicht? Nee, Hauswirtschaft habe ich nicht. Dann musst du ableiten auf Fingerfertigkeit, das ist blöd. Leite mal die Hauswirtschaft auf Klugheit ab. Oh, willst du das nicht lieber shippen? Und dadurch, dass es eine Ableitung auf ein Attribut ist, ist die Ableitung plus 7. Ach du Heilige. Klugheit plus 7. Carino! Ey, wir sind heute sehr gut, aber ich weiß jetzt, was ich als nächstes übe und trainiere.
nichts verstehe und. Ja, du verschmierst so ein bisschen die Blätter und dann, oh mein Gott, da ist jetzt gerade Tinte draufgekommen. Du hast das Tintenfass auf den guten Unterlagen ausgebreitet. Willst du es irgendwie zum Trocknen aufhängen? Hängst es über den Kamin? Hat wohl irgendwie jemand einen neuen Kamin eingezogen und ja, irgendwann nach einem halben Tag merkst du, dass es total vergilbt ist. Hat nicht ganz Feuer gefangen, aber hat jetzt eine leichte Wellung und alles schwarz-weiß. Also, oh, da muss man nochmal komplett neu anfangen. Und bis zum restlichen Tage bist du dann damit beschäftigt, das alles wieder versuchen abzuschreiben, auch wenn es nicht ganz möglich ist. Und ich sage einfach mal, ihr verliert durch deine Schmierereien, gibt es einen Rechenfehler und der kostet euch 2W20 Dukaten. Geil. Würfel du, Karenor. Würfel du, Karenor. Ja, jetzt würfel ich nicht. 10 Dukaten, ja, du hast da irgendwie ein paar Rechenfehler und dadurch verschwinden irgendwie 10 Dukaten. Ja, bist du nicht ganz sicher, wo da die Rechnung nicht stimmte, aber ja, gut. Jalan, Messe. Wie bitte? Ich hab's eingetragen, ja. Messe. Was passiert bei der Messe? Bei der Messe wird man natürlich Preis für den vergangenen Tag danken, dass er ihm nochmal sein allsehendes Auge und sein gleißendes Licht geschenkt hat. Und ihn doch bitten, die Sonne auch am nächsten Morgen wieder in aller Gewohnheit aufgehen zu lassen. Vermutlich wird auch nochmal, nicht unbedingt mit Namensnennung, auf jeden Fall nochmal die Helden gepriesen. Wohl eher Sarnin als wir selbst, die da rausgesegelt sind, um die Arche zu stellen. Und dann wird die Messe so langsam mit einer Predigt noch über, vermutlich über Heldenmut heute, ein bisschen vor sich hin plätschern und dann fertig sein. Und dann möchte ich danach gern dem Hochgeweihten reden. Ja, hat dann Zeit, muss noch ein paar Hände schütteln und ungefähr eine halbe Stunde nach der Predigt kannst du dann zu ihm kommen. Preis zum Gruß, ich habe euch vermisst. Ihr kommt etwas zu spät. Aber einer eurer Freunde war hier, der Adeptus Major Gorbas hat euch wohl vertreten. Ich konnte nicht. Ihr konntet nicht, das hört sich gelogen an. Ich wollte, aber... Ihr solltet wissen, dass ich erkenne, wenn jemand lügt. Ich bitte euch, ich lüge nie. Auch das ist gelogen. Moment, warte, ich hatte tatsächlich noch... Oh, scheiße. Nun, ich habe einmal gelogen. Aber da habe ich auch gebüßt. Praios belohnt es, wenn man die Wahrheit sagt. Ob er ein strafender Gott ist, der... Ich bezweifle, dass ich... Praios würde nicht bestrafen fürs Lügen. Es ist eher die Art des Fex, dass er das Lügen wohl heißt. Aber wer bin ich, dass ich den Willen eines Gottes zu interpretieren vermag? Ich bin nur ein einfacher Priester. Also, ihr wart nicht da. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ihr müsst euch nicht an Ausflüchte winden. Seid einfach ehrlich. Ich brachte nicht die Stärke auf. Das glaube ich euch. Aber auch das ist nicht etwas, worüber man sich schämen müsste. Aphadaios ist verbrannt und seine Seele ist höchstwahrscheinlich in Morons Reich eingekehrt. Er wird vielleicht nicht neben Effert speisen oder neben Praios, aber sicherlich in Morons Reich einziehen. Von Nereton gewogen werden. Hoffen wir, dass wir die Waage noch in die richtige Richtung schieben konnten. Wenn er es selbst schon nicht konnte. Mir wurde zugetragen, dass er wohl viele Heldentaten im Verlaufe seines Lebens erwirkt hat. Und diese wiegen ebenso auf der guten Seite. Ebenso wie die schlechten. Nereton sieht alles.